Hi, ich bin Nico, aka Magic Moments Vintage, und ich heiße euch willkommen zu einem nächsten Video, wo ich Teile meiner Sammlung präsentiere. Und zwar ist heute eine eher kleine, aber dafür sehr feine Sammlung am Start, und zwar meine Eurodance-Shirts. Und ich mache hier mal ein bisschen Platz, dass ich euch die auslegen kann. Kurz zur Einleitung. Eurodance war ein, wie der Name schon sagt, in Europa sehr populäres Genre, irgendwann tatsächlich auch weltweit. Und zwar sehr, sehr schnelle elektronische Tanzmusik. Ja, kommt so grob aus dem Italo-Disco, aus dem, und es hat bestimmt auch viele Anleihen und irgendwie Referenzen von natürlich normalem Techno und auch Gabber. Aber ist halt schon so eine sehr poppige, manchmal auch sehr klebrig, süße, poppige Musik. Und ich liebe das sehr. Ich bin damit, glaube ich, vor allem was Shirts angeht, ziemlich alleine. Aber man findet tatsächlich trotzdem sehr selten Shirts. Ich zeige euch jetzt einfach mal, ja, so ein bisschen chronologisch auch Shirts, also so vom Ältesten, das ich habe. Wobei, ja, dass das als Letztes kommt, ist nicht das Älteste, weil wir arbeiten uns nämlich langsam vor zu meinen absoluten Favoriten und Schmuckstücken. Aber lasst uns einfach anfangen. Erstes Shirt, das ich hier habe. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht auch nicht. Tour Unlimited. Eine Gruppe aus den Niederlanden. Die beiden hießen oder heißen Ray und Anita, waren sehr, sehr erfolgreich. Und es ist wahnsinnig schwierig, von ihnen T-Shirts zu finden. Noch kurz hier für die T-Shirt-Fetischisten, die sich auch für die ganze Materie vom T-Shirt interessieren. Ich mache das dafür vielleicht noch ein bisschen runter. Ein Screen Stars Tag. Und es ist auch Single Stitch. Und bevor ich es vergesse, die schöne Rückseite, Real Things, ihr Album von 1994. Und ich erzähle mal kurz, was ich mit denen verbinde, und zwar, oder was ihr vielleicht mit denen verbindet, wenn euch das erstmal nicht sagt, weil ich wette, ihr kennt ein Lied von ihnen. No Limit. No, no, no limit. Go reach for the sky. Das kennt ihr, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht, kann es daran liegen, dass ihr es nicht erkennt, weil meine Imitationskünste so gut sind. Auf jeden Fall, ich habe tatsächlich Tour Unlimited gekannt, bevor ich sie wirklich kannte. Was soll das heißen? Vielleicht erinnern sich ein paar 90er-Kinder an diese Schlumpfen-Compilations, gibt es bis heute. Und da war No Limit auch drauf, aber hieß keine Schule. Da ging es dann No, No, keine Schule. Und ja, ich bin tatsächlich durch diese Schlumpfen-CDs und so, die waren einfach in jedem Kinderzimmer, mit Eurodance aufgewachsen. Und dadurch auch schon mit Tour Unlimited, mit dem Beat und quasi einem Schlumpfen-Remix. Und habe das dann auch später gehört. Und ja, was bemerkenswert ist bei Tour Unlimited, die sind wirklich aus den Niederlanden, haben die eine Weltkarriere gestartet, also die haben Millionen von CDs verkauft. Und das Krasse ist auch, die haben tatsächlich auch zu einem sehr bekannten Film quasi den Soundtrack geliefert, beziehungsweise dieser Soundtrack wurde von ihnen abgekupfert, und zwar ihr Lied Twilight Zone, war, glaube ich, die zweite oder dritte Single von ihnen. Wenn ihr euch mal das Mortal Kombat-Theme anhört, also von dem Mortal Kombat-Film, das ist einfach eins zu eins abgekupfert von Twilight Zone. Ziemlich krass. Ich habe das auch als Kind oder Jugendlicher tatsächlich immer gedacht, dass es ein und dasselbe Lied wäre, aber ist es nicht. Könnt ihr mal googeln oder einfach bei YouTube suchen. Ja, und ich mag Tour Unlimited bis heute sehr. Die hatten tatsächlich für gerade auch einen Eurodance-Act eine ziemlich lange Karriere. Die haben tatsächlich bis, glaube ich, 1997 wirklich Hits gehabt, und zwar nicht so Hits, dann so, ja, okay, dann mal irgendwo am Ende der Top 100, sondern wirklich noch sehr erfolgreich, und das Europa und weltweit. Ja, und was an den beiden interessant ist, also abgesehen davon, dass tatsächlich Anita auch eine Wahnsinnsstimme hat und Ray ein krasser Live-Performer ist, das war eine ziemlich typische Konstellation, also ein Rapper und eine Sängerin. Und ich weiß nicht, wie die Gründungsgeschichte von den beiden war, vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, aber wo es das natürlich vorher auch schon gab, und zwar schon 1990 und 1992, war mit Snap, die The Power und dann Rhythm is a Dancer hatten. Ja, und wobei, also Rhythm is a Dancer ist dann zum Beispiel auch schon nach der ersten Single rausgekommen von den beiden hier, ist vielleicht auch einfach so zur selben Zeit entstanden. Und ich habe Tour Unlimited tatsächlich vor ein paar Jahren noch auf so einer 90er-Show gesehen, wo alle möglichen alten Helden von damals, auch Dr. Alban und Hathaway und so, getourt sind. Da war jetzt Anita nicht mehr dabei, aber Ray noch, und der hat es immer noch drauf live. Genau hier nochmal The Real Things.
Das war eben das Album von 1994, war dann glaube ich schon das dritte Album. Und das T-Shirt hier habe ich in Amsterdam gefunden, habe mich tierisch gefreut. Und ja, findet man extrem selten. Und wir gehen weiter zum nächsten T-Shirt. Wir waren gerade schon bei der Konstellation, ja, ein Rapper, eine Frau. Das wurde gerne fortgesetzt. Hier sind wir aber im deutschen Trio, da sind es dann gleich zwei Frauen. Aber es hat auch so ein bisschen diese Formel. Mr. President, hier, ich halte es nochmal groß hin. Hinten nichts drauf. Aber dafür vorne dieser fette Print. Danke dafür an... Oh, hoffentlich kriegst du dich durcheinander. Also auf jeden Fall an Marc aus Berlin. Ich glaube, Thrifts Berlin. Der hat mir das verkauft. Das war Deadstock. Das heißt, ungetragen aus den 90ern. Und ich habe schon seit Jahren ein Mr. President Shirt gesucht. Und hier nochmal kurz. Genau, hier ist die blonde Dame T7, der Rapper Lazy D. Und die rothaarige Dame Lady Anita. Oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander. Falls doch, blende ich das ein oder so. Ja, und das ist von 1997, genau. Und Mr. President dürfte den meisten bekannt sein durch Coco Jumbo. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja. Und das war auf jeden Fall dann schon so das softere Lied. Auch schon, muss ich sagen, so ja, zum Ende ihrer krassen Karriere hin. Die haben angefangen mit viel härterem Eurodance, also Up and Away. Und ja, jetzt wo die Kamera an ist, entfallen mir natürlich wieder ein paar Titel. Aber hatten schon seit, ja, auch Anfang der 90er oder so Hits. Aber so der allergrößte Hit war auf jeden Fall dann Coco Jumbo 1996 oder 97. Und also super geiles Shirt. Ich muss sagen, dieses Blau, also mir selber steht das überhaupt nicht. Aber ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich das vielleicht schwarz einfärbe. Ist aber auch immer ein bisschen schwierig, weil die Nähte, die sind nämlich nicht aus Baumwolle, die färben sich da nicht schwarz mit. Sieht dann auch ein bisschen blöd aus. Aber irgendwas kriege ich damit schon hin. Das ist nämlich genau meine Größe auch. Auf jeden Fall, merkt euch mal hier Coco Jumbo, Sommerhit und so. Ich bin der Meinung, dass diese Erfolgsformel, und zwar so von härterem Techno zu dann irgendwie seichteren Klängen, die irgendwie nach Strand und so klingen, dass man die einem Mann zu verdanken hat, und zwar DJ Bobo. Die Legende aus der Schweiz. Und Legende muss ich auch sagen deswegen, weil also erstens, ich finde den sehr, sehr sympathisch, den René Baumann. Aber tatsächlich ist der auch bis heute erfolgreich. Zwar definitiv nicht mehr mit jetzt den Techno-Klängen von damals, aber er ist immer noch erfolgreich, immer noch am Touren, weil der hat dieses Show-Element immer krass in den Vordergrund gestellt. Also bei dem heute, also ich weiß gar nicht, da geht es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so sehr um die Lieder live. Ob jetzt die neuen Singles, die kennen jetzt bestimmt nicht alle, die da hingehen. Aber der macht halt einfach immer geile Show, ist halt wie ein riesiges Musical. Ja, und DJ Bobo, übrigens auch astreine Hip-Hop-Vergangenheit, also hat angefangen als DJ und Breakdancer und ja, hat dann halt die Texte, also hat englische Texte gerappt und also die finde ich bis heute sehr süß, diese ganzen Texte, weil die Flows und so, das war schon so, das war eigentlich, das klang noch wie in den 80ern in den USA, weil hey, das waren seine Vorbilder und der hat einfach Spaß dran gehabt und wollte da halt selber auch Musik machen. Und ja, Erfolgsformel war halt immer, eine Frau singt, ein extrem ohrwurmigen Refrain und er rappt. Ja, und seine Outfits, man sieht es hier, also das ist noch eins der harmloseren, waren immer Hammer. Ja, ich habe auch, im Shop habe ich glaube ich noch ein anderes T-Shirt gerade. Ich habe eine Zeit lang richtig viele DJ Bobo Shirts gesammelt. Hatte auch mal richtig Glück, habe von einer Sammlerin, war es glaube ich, oder Sammler, 8 Shirts oder so auf einmal bekommen. Fast alle DJ Bobo Shirts sind mir immer zu klein. Aber ja, Hammerding. Und ich habe noch ein paar andere. Das Krasse ist, also erstens, DJ Bobo war immer wahnsinnig gut aufgestellt mit Merch. Also man findet einfach, also von Eurodance Acts, von DJ Bobo am Abstand mit am meisten. Und ich glaube, nicht alle Sachen sind offiziell lizenziert und so. Aber ja, es ist krass. Also der hat auf jeden Fall, der lebt auch heute ein sehr schönes Leben in der Schweiz mit Privatkino und so im Haus. Das hat man mal im Interview gesehen. Und der hat halt schon immer gewusst, wie man sein Business macht. Naja, und hier, das ist ein sehr, sehr dezentes Shirt. Das ist hier Local Crew DJ Bobo. Und das ist von der Tour zu World in Motion, wo Prey drauf war. So der große Hit dann schon gegen Ende der 90er hin.
Und das ist tatsächlich auch so, also die ersten drei DJ Bobo-Alben höre ich sehr viel. Und nein, ich höre das nicht irgendwie so ironisch oder so. Ich finde das wirklich geil. Ich kann da einfach irgendwie komplett abschalten. Also ich bin da dann wieder das Kind, das damals schon DJ Bobo gehört hat. Und in den 90ern, DJ Bobo war überall. Und ja, hier schön das Logo mit World in Motion. Und ja, das ist ganz cool, weil das ist halt ein T-Shirt, das kann man halt eher so alltäglich tragen, so weiß auf schwarz. Und ich liebe das, solche Tour-Shirts, also solche Crew-Shirts zu haben, die halt nur an die Crew verteilt wurden. Und wo man tatsächlich auch öfters mal drüber stolpert und diese Crew-Leute und Roadies das halt in Massen oft noch ungetragen zu Hause haben, weil sie halt auf zig Touren helfen. Und wir kommen zu meinem Lieblingsshirt von DJ Bobo, das in meiner eigenen Sammlung ist. Alles andere ist mittlerweile in den Shop gewandert. Versa Party, das meinte ich mit gut aufgestellt. Der hat tatsächlich einfach so, also du findest zu einzelnen DJ Bobo Songs mehrere T-Shirts teilweise. Also das ist richtig krass, oder nicht mehrere, aber auf jeden Fall findet man welche. Während man zu anderen Eurodance-Künstlern irgendwie ganz wenig findet, was vielleicht auch daran liegt, dass ganz viele von denen vielleicht eher bei der Bravo Super Show und irgendwelchen Großraumdissen aufgetreten sind, als wirklich selber zu touren. Und dann hatten sie vielleicht keinen Merchstand, oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hier, der The Party, hier diese Dance-Mannequins, kann man vielleicht sehen. Und ja, ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Schuhe mit der Farbkombi Orange-Lila. Ist voll geil, hier auch, ja, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber Single Stitch, also eine Naht, das heißt auf jeden Fall alt. Und hier vorne noch schön das kleine DJ Bobo, und das liebe ich halt, wenn vorne klein, hinten groß. Ich habe letztens erfahren von Relics Vintage, meinem Kumpel, dass das Mullet heißt, also wie der englische Begriff für Fokuhila, also das heißt vorne klein, hinten groß. Ja, und ach genau, für alle T-Shirt-Fetischisten, auf einem Screenstars-Tag, also super Qualität. Und wir kommen schon zum vorletzten T-Shirt, weil, also DJ Bobo, definitiv einer meiner größten Eurodance-Helden. Ich mag alles, was man bisher gesehen hat, sehr gerne. Es fehlen jetzt auch einige Sachen, zum Beispiel Aqua, also mit Barbie Girl und so, höre ich sehr gerne, vor allem das erste Album. Und ich hatte ein T-Shirt von denen, das war mir aber zu klein und ich suche seitdem wie ein Blöder. Also wenn einer ein Aqua-T-Shirt hat, bitte gebt mir Bescheid. Vielleicht können wir was tauschen, vielleicht hoffentlich kann ich das abkaufen. Ich hätte wahnsinnig gerne eins in XL. Und auch die finde ich einfach wirklich, also ich liebe die Musik. Geilster Bubblegum-Pop. Und wo wir bei Bubblegum-Pop sind und bei meinen Favoriten, diese Dame darf nicht fehlen. Jasmin Wagner, aka Blümchen. Hier aus der Deluxe-Edition von ihrem zweiten Album Verliebt. Das kam 1997 raus. Hier auch übrigens Single Stitch, also eine Naht. Und hier das schöne Screenstars-Tag. Darauf waren sehr viele T-Shirts damals. Das war in der Deluxe-Edition vom Album. Und ich verbinde mit diesem Album sehr, sehr viel. Also hier vorne, ich hoffe, man kann das sehen, ist eben Jasmin Wagner zu sehen. Die war damals auch noch wahnsinnig jung. Also die hatte so früh schon Erfolg, richtig krass. Und die ist bis heute ja erfolgreich und auch total die liebe Person. Ich habe die mal verlinkt auf einem T-Shirt und sie hat dann geschrieben und fand das auch ganz cool und mega nett. Und also ich muss auch sagen, ich war mit 10 sehr, sehr verliebt in Jasmin Wagner. Meine Freundin, hör jetzt am besten mal weg. Nee, und das war total cool zu sehen, so dass die immer noch so eine, also dass die so nett ist, wie man sich's vorstellt. Weil eigentlich können so Leute die Erwartungen ja nur enttäuschen, wenn man die mal auf so ein Podest hebt und so nett findet. Aber die hat total lieb geantwortet. Ja, aber zurück zum Thema. Hier Blümchen Verliebt, die Goldedition. Dieses Verliebt-Album war tatsächlich das allererste Album, das ich mir von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe. Ich weiß noch genau, das hat 30 D-Mark gekostet beim WOM. Das war World of Music. Gab es damals ein paar in Deutschland. In München war das so der geilste Musikladen, also den ich als kleiner Steppke da halt kannte. War so unterirdisch und man ist da wirklich in so eine eigene Welt gegangen. Und da gab es halt alles. Und da habe ich monatelang gespart. Also als 10-Jähriger, keine Ahnung, wie viel Taschengeld hatte ich da. Vielleicht im Monat 5 Mark, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht lass es 8 sein. Ich habe auf jeden Fall lange gespart, bin mit meiner Mama dann dahin, als wir mal in München waren, habe mir dieses Album gekauft und da war halt nur geträumt drauf, dieses Cover von dem Nena-Song. Und dann aber halt mit krassen Techno-Bässen drunter. Ja, und die CD, also die ich mir damals gekauft habe, habe ich bis heute. Ich habe auch alle CDs, die
die ich so von früher habe, eigentlich halt mittlerweile ausgepackt, also halt Hülle und so weggeschmissen, weil es zu viel wiegt, wenn man im Mund umzieht und bla bla. Und in Display diese nicht, da muss die Originalhülle von damals mit allen Rissen und so, die sie jetzt hat, immer noch mit, weil das ist eine tolle Erinnerung. Ja, und Blümchen ist den meisten wahrscheinlich vor allem bekannt von den, mit den Singles vom vorherigen Album, nämlich von ihrem ersten Album, das war Herz an Herz. Ein Cover von einem Neue Deutsche Welle-Lied eigentlich von Paso Doble. Und das ist ganz lustig, weil der Produzent von Paso Doble, also der das damals auch mitperformt hat, der ist dann auch wieder der Produzent von Blümchen gewesen und hat gewiefterweise einfach seinen eigenen Song damit verwurschtelt. Da bestimmt dann auch nochmal schön GEMA-Gebühren kassiert. Genau, und Boomerang auch vom ersten Album kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ja. So viel dazu. Das T-Shirt ist eben in dieser Gold-Edition, selbst die, also allein schon die Papphülle und so, die werden auch so schon auf eBay Kleinanzeigen und eBay gehandelt. Also es gibt einige Blümchensammler. Und ich hatte irgendwann mal sogar zweimal dieses Shirt. Und das ist mir auch beides mal zu klein gewesen, weil irgendwie lag es nur in Größe Medium anscheinend dieser Box bei. Die war auch sehr klein, da hat nicht mehr reingepasst. Also ich bin eh schon so ein Spargeltarzan, aber... Also ich muss krass den Bauch, ich bin wirklich, also ich muss auf jeden Fall den Bauch anspannen, wenn ich das anziehe, und das passiert mir nicht mit vielen T-Shirts, und ab und zu mache ich das auch, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Props an alle, die das öfters bei irgendwelcher Kleidung machen, ich bin da viel zu faul für, aber ich erzähle schon wieder hier viel zu viel von mir. Es geht um Blümchen, Hammeralben, also ich mag das sehr gerne, und ja, die ist einfach eine coole Socke. Bis heute, die sieht auch heute immer noch nicht sehr viel älter aus als damals. Das finde ich ziemlich krass. Wir kommen zum allerletzten Shirt. Was könnte das sein? Also dieses Blümchen-Shirt oder auch das DJ Bobo, der Zapardi, die wären eigentlich, die könnten genauso auf Platz 1 sein. Auf Platz 1 ist aber ein T-Shirt, das mir nicht mal ansatzweise passt. Ist mir viel zu klein. Aber das einfach so wahnsinnig selten ist, dass es dahin muss. Und zwar, es ist Captain Jack. Hier, Captain Jack. Vielleicht erinnern sich manche. Ey yo, Captain Jack, ey yo, Captain Jack, bring me back to the railroad track. Also, und dann geht der Beat los. Also übrigens, wenn ihr mich für Hochzeiten oder Geburtstage oder so buchen wollt, wo ich irgendwelche Songs imitiere, ich mache das nicht mehr, weil ich war zu erfolgreich und ich will das nicht mehr. Also auf jeden Fall, dieses T-Shirt, super geil. Weil Captain Jack, ich bin mir ziemlich sicher, dass die keine eigenen Touren gemacht haben. Wenn jetzt hier Captain Jack Fans unter euch sind und das war und ihr könnt das verbessern, bitte schreibt es in die Kommentare, weil mich würde das wirklich interessieren. Ich finde das auch sehr schade. Für mich ist Captain Jack ein krass ikonischer Act aus den 90ern, aber man findet wahnsinnig wenig Sachen. Ja, weil das halt, das haben damals Millionen Leute gekauft, aber es waren halt auch viele so Charthörer. Und klar, da... Die Texte und so waren jetzt auch nicht so deep, aber egal. Zurück zu Captain Jack. Eben erste Single Captain Jack, zweite Single Drill Instructor. Bei der ersten Single war tatsächlich hier Frankie G, den man hier sieht. Der war da noch gar nicht dabei. Da war das Captain Durbin oder so hieß der. Der ist dann aber ausgestiegen. Verdammt, ihren Namen habe ich vorhin nochmal gegoogelt. Ich glaube Lisa und dann der Nachname. Und die... hat die ganzen Refrains gesungen, die war auch einige Jahre dabei. Und also auch wenn beim ersten Lied, also bei Captain Jack, Frankie G noch nicht dabei war, und das war auch das erfolgreichste Lied, ist er auf jeden Fall so das Gesicht von Captain Jack. Der war das bis in die frühen 2000er. Der ist leider viel zu früh, 2005, gestorben an, ich glaube, eine Gehirnblutung. Lisa da Costa mit Z, danke an Lucius, der hier filmt. So heißt die Dame hier. Genau, und Frankie G, auf jeden Fall 2005 viel zu früh verstorben. Fand ich, also das ist immer sehr, sehr traurig. Und ich fand es bei ihm auch sehr, sehr traurig, weil ich fand das auch einen wahnsinnig sympathischen Typen. Den hat man halt in den 90ern, weil ich hatte da kein Musikfernsehen. Mein Musikfernsehen war die Bravo-Show am Sonntag auf RTL 2 und die Bravo-Super-Show. Und der war halt mit Garantie in den 90ern immer dabei und das war ein super sympathischer Kerl. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das so einordnen kann. Gerappt hat er nicht, gesungen erst recht nicht. Sie haben es selber, glaube ich, irgendwie den Drill Instructor oder Instructor Style genannt. Ja, der ist auch immer in dieser albernen Uniform aufgetreten und so, aber es ist schon lustig. Und ja, ihr seht es, also das T-Shirt,
Das kann ich eigentlich bauchfrei nur tragen. Aber trotzdem, also ich kann das nicht, ich kann das irgendwie nicht weggeben. Ich überlege noch, vielleicht schneide ich mir das mal aus, mache mir das auf irgendein anderes T-Shirt oder so, oder ich rahme mir das mal. Aber ja, also das ist auf jeden Fall so mein absolut größter Schatz. Wenn irgendjemand ein Captain Jack T-Shirt hat, in größer oder ein anderes, einfach nur um es mal zu sehen, schreibt mir gerne bei Instagram @MagicMomentsVintage oder schreibt es in die Kommentare oder so. Das würde mich voll interessieren. Überhaupt, wenn da draußen Eurodance-Fans sind, ich glaube, es sind nicht mehr viele, und ihr habt irgendwelche T-Shirts oder so, dann sagt Bescheid oder schreibt auch so. Und ja, wo wir schon beim Schreiben und so sind, schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob was mir eigentlich einfällt, dass ich den und den Künstler vergessen habe, weil das T-Shirt von dem steht doch schon seit Monaten auf eBay, sagt Bescheid. Und abonniert auch gerne den Channel, um die nächsten Sachen mitzukriegen. Und ja, das war's mit meiner kleinen, aber feinen Sammlung an Eurodance-Shirts. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!